Hallo und willkommen zurück zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich habe mich mal wieder überhaupt nicht vorbereitet. Bringst du uns jetzt was bei? Nein, wir müssen erst 100% schaffen. Weil ich glaube, sobald ich denen anfange, was beizubringen, ist dann relativ schnell das Spiel vorbei. In der Bibliothek fehlt uns noch was. Wurzhaus, dritter Stockhammer, Eingangshalle Hammer, erster Stockhammer, Eulerei, haben wir erst 28%. Fünfter Stock, gepflasterter Innenhof. Da fehlt uns, glaube ich, noch der Koboldstein-Tipp. Gehen wir den erstmal machen. Ihr wolltet unbedingt 100%. Ich bin bei Koboldstein richtig schlecht. Das kann also sein, dass wir 10.000 Folgen nur Koboldstein spielen. Dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Sollen wahrscheinlich dadurch das Porträt Geheimgangs Dingensbums. Hinterhältiger Schurke. Das weiß ich noch. Diesmal habe ich mir auch gleich das Heftchen mit den Duellzaubern hingelegt. Denn ich weiß jetzt schon, dass ich versagen werde. Nee, aber warte mal, das ist doch hier. Den haben wir doch schon, oder? Oder ist das der. Das ist doch der. Welcher ist denn das? Hey. Das ist doch der Hufflepuff-Champion, den haben wir doch schon. Dann fehlt hier noch irgendwas anderes, was wir noch nicht haben. Zum Beispiel, da fehlt Holz. Wingardium Leviosa! So, gucken wir mal. 84%. Die Slytherins sind ja sowas von unreif. Weil den Dings haben wir doch eigentlich hier, den Hufflepuff-Champion, oder? Ich möchte euch ungern jetzt mit Sachen aufhalten, die wir schon haben. Oh, hier, Lampe. Incendio! Da haben wir auch noch eine. Dann haben wir auf der anderen Seite bestimmt auch noch welche, oder? Das ist. So, geflossen, nur 84% entdeckt. Warte mal, bis wir die Dinger eingesammelt haben. 84% entdeckt. Okay, das gab jetzt nur 2%. Was haben wir denn hier? Nichts. Hier ist auch nichts. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Ja. Oder habe ich hier tatsächlich den einen Typ noch nicht? Hi. Da ist noch was. Oder? Nee. Oder doch? Oder nee, oder doch, oder nee? Oder nee, oder doch, oder nee? Nee, hier ist auch nichts, ne? Sehr seltsam, sehr seltsam. Und hier draußen noch irgendwas? Nee, da ist schon das Viadukt. Es geht um den gepflasterten Innenhof. Haben wir hier echt den Champion noch nicht besiegt? Doch, oder? Hast du sie? Hi. Ich bin jetzt echt verwirrt. Haben wir den schon oder nicht? Ich glaube aber, den haben wir schon. Das ist der. Ich spiele Koboldstein. Spielst du mit? Okay, spielen wir. Möchtest du traditionelles Koboldstein spielen? Ja, das ist es. Du musst die anderen Steine mit deinem aus dem Kreis schlagen. Wenn deine Koboldsteine aus dem Kreis fliegen, gehst du leer aus. Legen wir los. Nee, den haben wir noch nicht. Siehste. Gegen den haben wir erst einmal gewonnen, genau. Okay, also fehlt uns der hier noch. Ich hoffe, wir müssen nicht dreimal am Stück gewinnen, sondern einfach nur dreimal. Weil sonst kann man das vergessen. Sieh genau hin! Ich gewinne nur, wenn der Mist baut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder die falsche Taste drücke und die Aufnahme wieder zwischendrin abbreche. Ich meine, mir fällt es meistens relativ schnell auf. So dass es dann nicht wirklich einen Unterschied macht. Ich bin dran.
Wir versuchen jetzt mal so systematisch die Sachen abzuarbeiten. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich das vorhabe. Wie gesagt, ich habe mich mal wieder nicht vorbereitet. Ich möchte mich daher jetzt schon mal entschuldigen, wenn das alles wieder etwas planlos ist, wirkt. Sieh genau hin! Vorzugsweise rollt dem seiner jetzt noch mit raus, aber ich glaube nicht. Nee, dann liegt er einen Punkt vorne. Das mag ich gar nicht. So, so müsste das passen eigentlich, ne? Oh, nein. Also Mana kann zwar raus, aber dann bitte da nicht. Aus dem Kreis! Das wäre sehr unvorteilhaft für uns jetzt, ne? Also ich meine, wir liegen sowieso jetzt ich schon einen zurück. Jetzt sind wahrscheinlich gleich zwei. Obwohl ich versuchen werde, den Pulk in der Mitte so lange wie möglich zusammenzuhalten, dann muss er den nämlich auseinanderstoßen. Ich glaube, das war nämlich auch der ein oder andere Fehler beim letzten Mal. So müsste das gehen. Ja, ich hätte sogar noch ein bisschen stärker schießen können. Aber na gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich bin dran. Na, ja, das ist gut. Also, nein, ich bin einfach noch verdammt schlecht. Aber noch ist alles offen. Noch ist alles offen. Wenn ich nicht so ganz arg verbocke. So, wenn wir das so machen, müsste ich einen mindestens rausbekommen. Dann haben wir wenigstens nur noch einen Rückstand. Komm, roll schon raus. Tu mir den Gefallen. Wenigstens. Sieh genau hin. Ja, und er ist, muss man echt sagen, wesentlich besser als ich. Ich gewinne nur, wenn er es verbockt. So. Da dürfen wir jetzt nicht zu stark machen, aber auch nicht zu schwach. Komm wohl raus, dann haben wir den Ausgleich. Joll! Sieh genau hin! Aber er hat ihn natürlich jetzt alle schön liegen. So dass er ordentlich abräumen kann. So, wir hauen jetzt volle Kanne auf den drauf. Volle Kanne, wollte ich sagen. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Aber wir sind aktuell genau nur hin. Einen hinten. Zwei. Aber wir können das noch schaffen. Wenn wir keinen Mist bauen. So, noch 2-4 Kugeln. Ich bin dran. Hinten dran. Wir können also noch gewinnen. So viel jetzt können wir immer noch gewinnen. Wird aber schon deutlich schwerer. Rausgemacht. Sieh genau wenn hin. Wenn er jetzt keinen rausmacht, beziehungsweise seine Kugel mit rausgeht und das tut sie nicht, dann habe ich verloren. Hätte ich das noch gewinnen können.
So habe ich aber verloren, weil ich kann maximal noch 6 Punkte machen. Er hat 7. Ja. Müssen wir nur noch 2 Runden gegen ihn gewinnen. Aber es gab Leute, die wollten unbedingt 100% haben. Ich spiele Koboldstein. Spielst du mit? Okay, spielen wir. Deine Koboldsteine müssen im Kreis landen. Na los, spielen wir. Meine Koboldsteine müssen im Kreis landen. So, einmal volle Kanne rein. Jetzt volle Konzentration, dann klappt das. Sieh auch genau hin! Das ist natürlich das Problem, wenn man anfängt. Wie beim Billard. Sieh genau hin! Also geht mir zumindest so beim Billard. Okay, ich habe keine Ahnung vom Billard. Wer den letzten Livestream gesehen hat, der weiß das. Den vorletzten Livestream. Na, komm schon! Oh, das könnte, das könnte! Eins und noch einer. Zwei. Oh, habt ihr das gesehen? Das ist unglaublich. Das war klasse. Dankeschön. Hat auch lange genug gedauert. Dass das klasse wird, meine ich. So, wir werden jetzt den hier spielen. Oh, Verzeihung. Nein! Oh nein! Ich wusste es, ich wusste es! So eine verdammte... Scheiße. Ich bin dran. Naja. 2, 4, 5, 6. Kann ich eigentlich schon wieder knicken? Weil ich müsste jetzt alle 4 rausmachen. Das verliere ich mal. Tut mir leid, tut mir leid. Wir können ja mal Tipps geben, wie man das besser machen könnte beim Koboldstein. Also außer... nicht versagen. Sieh genau hin. Naja, und damit ist fertig. Was einer geht nicht raus, damit hat er 7 Punkte und weg ist, bin ich. Problem ist, ich kann das auch nicht abbrechen, also neu starten. Das heißt, ich muss immer die Runde fertig spielen. Was sehr nervig ist. Gewonnen! Ich spiele Koboldstein. Ja, spielst du mit? Ja, okay, spielen wir. Spielen. Koboldsteine sind toll. Ich hoffe, ich gewinne ein paar von deinen. Wahrscheinlich ja. Aber wir machen jetzt mal was. Warte mal. Ganz vorsichtig. Damit hat er keinen Einzelnen liegen. Jetzt muss er nämlich reinhauen. Vielleicht funktioniert die Taktik ja. Ich bin dran. Einmal haben wir ja schon gewonnen. Ich hoffe, wir müssen wirklich nur dreimal einfach gewinnen und nicht am Stück gewinnen.